Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Strafkolonie Online hier. Helmut wieder am Start. Slash me nimmt die Ration entgegen. Danke. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir schalten uns gleich wieder rein ins TS. Viel Spaß. Sound. Okami. Hallo. Rune. Liga. Kumo. Okami? Ja. Guten Tag. Menschen. Willkommen YouTube. Ja. Hallo. Scheiße, wo ist Alexis? Klick auf. Verdammt, wo ist Alex? Ah, du hattest, glaube ich, schon, Runes. Alexus. Du hast schon was trainiert heute. Dein Dex ist wahrscheinlich, ja. Entschuldigung. Was wolltest du von mir? Du hast hier was vergessen. Ich hab's schon gemerkt. Du hast ein Quack im Auto. Yep. Da ist er ja, Alexis. Da ist ja Alexis. Kannst ja morgen vorbeibringen. Ich bring dein Handy auch mit. Wartet. Warte auf Alexis. Wäre wieder live? Ja, ja, wir sind die ganze Zeit schon wieder live. Verdammt, da kann ich ja jetzt wieder abhetzen. Nein, kannst du nicht. Warte, Hellborn, wo bist du? Stell dich mal bitte was abseits der Masse. Ich stehe hier oben bei Willi. Warum? Willi. Muss ich mal in den Fokus bekommen. Wieso das denn? Zeig ich dir dann. Du kannst mir keinen. Ich möchte keine Stärke und kein Mana. Aber gleich. Mana? Moment. Ja, dann kann ich vielleicht doch lesen, weißt du? Ah ja. Irgendwie. Mana bezeichnet nur die rein geistige Kraft. Ja, siehste, und wenn ich geistig kräftig bin, kann ich auch gut lesen. Nein. Doch. Dafür brauchst du gute Augen und das war's. Naja, du musst auch etwas im Köpfchen haben, damit du verstehst, was du da liest. Hier bin ich, Rune. Ich möchte keinen Stärke-Teach. Wait for it. Ich wait. Was zum Teufel? Wieso hast du einen Bogen? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hast du jetzt gerade meine Armbrust gesteigert? Ja. Wieso das? Armbrust kann Helmut vielleicht brauchen. Wozu? Man weiß nie. Wozu? Ihr habt euch aber wieder lieb. Immer. Das ist gut. Warum? Warum? Nein! Jetzt habe ich Armbrust. Dann gib mir halt wenigstens noch Mana Teach, wenn du es jetzt schon einmal versaut hast. Oh Mann, ey. Habe ich jetzt auch so einen blauen Mana-Balken unten? Nee. Eine Armbrust. Oh, mein Magen krampft sich zusammen. Muss was essen. Hat er dich gerade Armbrust geteacht? Ja, hat er. Tatsache. Warum? Er hat einen Bogen rausgeholt, zielt mit dem Bogen auf mich und teacht mich in Armbrust. Und der sagt, er ist fähig. Pah! Ich wollte gerade sagen, unfähig. Dass ich nicht lache. Er teacht halt euch noch Beinand das Falsche. Und für Bogen hat es leider nicht mehr gereicht. Ja, schön. Toll. Das ist auch ein guter Folgenname. Ja. Der Armbrusttrainer. Oh Mann, Rune, jetzt hast du es ja schön versaut. Mann. Mein schönes Bild hier. Ein 0 von 1 Mana. Jetzt muss ich natürlich auch was trinken, dass mein eines Mana hochgeht. Oder eine Feuernessel. Eine Feuernessel? Jo, die bringen genau eins. Mach ich jetzt. Ich hab echt einen blauen Balken unten. Was kann ich mit dem einen Mana machen? Falls zu einem Mana-Wurf kommt, kannst du Mana würfeln. Wurf 1 oder was? Wurf 1 geht leider nicht. Das heißt, ich muss dir morgen noch ein zweites. Nein! Nein. Ich möchte gerne wieder Dex und Bogen. Nichts anderes. Einhand? Jetzt kein Einhand? Nein. Wird es zu mir kommen sollen.
Ja, ich merk das schon. Alexus, nicht gehen! Wer bist du? Alexus. Alexus. Alexus, nein! Und er ging hinfort. In die dunkle Nacht. In den gelben. Er reitet zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Rune mit seiner scheiß Armbrust. Der hat nicht mal eine Armbrust! Das heißt, du musst wenigstens 2% Armbrust haben, wenn du mir einen davon geben kannst. Nö. Bist du hohe Gilde? Ja. Er hat Tietschrank 2. Ich glaube es nicht. Er hat mir seinen einen Armbrustpunkt gegeben, ne? Mal nach hinten, Helmhorn. Nein! Du Arsch, Alter. Du scheiß Arsch. Da, tanzt er. Die Ratte. Aber uns doch so lieb. Ja. Rune lügt. Meine Sprüche klaut auch noch. Der Arsch. Rune lügt. Der Arsch. Ich bin der Arsch. Du Arsch. Arsch. Oh, der ist nackt. Der ist nackt. Der ist nicht nackt, der hat eine Hose an. Der ist nackt. Ich hab Tatsache Armbrust und Mana. Oh Mann. So hätte ich heute vielleicht nochmal irgendwo trainieren können. Nein, hat das versaut. Ich muss Latro anschreiben, er muss das ändern. Trollteach. Ja, Freunde, ihr seht, was hier für ein Schindluder mit mir getrieben wird. Das ist nicht nett, Rune. Nicht nett. Ich lass dich nicht in das Jägerlager. Wenn ich die Bänke fertig habe, will ich dir nur schon mal sagen. Helmon, dieses eine Mana ist dafür da, diese Abendunterhaltungen beim Lagerfeuer. Hast du dich sehr konzentriert, Rune zu lauschen und mit Mistburger. Ja. Ja, aber was soll ich denn mit der Armbrust? Soll ich da mit dem Burger abschießen? Die Armbrust. Keine Ahnung. Ja, siehste. Ach nee. Keine Ahnung, vielleicht erfindet Helmon ja die Steinschleuder oder so eine Scheiße. Die Steinschleuder. Dafür brauche ich doch dann aber Einhand und nicht Armbrust. Ah, Einhand und Armbrust. Bruno, was soll ich nur noch mit dir machen? Da habe ich dir schon die Wolle. Da habe ich dir schon die Wolle besorgt. Da bringe ich dir schon jeden Tag. Da bringe ich dir jeden Tag Pflanzen. Damit du aus deiner Butze da oben. Die Aufgabe war Gang marschieren, nicht Gang Standard. Ja, mach ich doch. Nee, du bist ein Gang Standard. Nein, ich marschiere. Du bist ein Standard. Haben die echt marschieren gesagt? Ja. Auch dazu bist du so unfähig. Ja, da reicht das Mana nicht aus. Oh Mann. Kumo! Bip, bip. Wie bitte? Kumo, ich hab jetzt Mana und Armbrust. Hab ich schon mitbekommen. Toll. Was natürlich noch wichtiger wäre, wo du die Wolle her hast. Ach, ich hab doch keine Wolle. Runa hat doch die Wolle gehabt. Ich hatte doch keine Wolle. Ist dir das nicht aufgefallen, dass deine Schafe den letzten Tag, wo ich das Gras abgeliefert habe, keine Wolle mehr hatten? Ist dir nicht aufgefallen, ne? So ein. Du bist ja ein guter Schafhirte, weißt du? Recht fähig. Lebt Kumo eigentlich jetzt noch? Ja, bisher schon. Bisher schon. Na, ich habe gehört, er ist bald zu Tode geprügelt worden. Bei einem Überfall. Ach. Mit Harrok zusammen. Ja, aber Harrok macht es mir relativ egal. Kaum ein Tag hoher Schatten und schon wird er zusammengekloppt. Das war so mein erster Gedanke. kaum 24 Stunden ist er hoher Schatten, schon kriegt er ein paar auf die Lichter. Also. Und ich habe gar nichts gemacht. Ich bin einfach nur stehen geblieben, wollte dann reden und auf einmal lag ich schon. Ja, das war die Taktik der Bande. Ne? 10-mal springen sie rein, Spaß. Und einmal springen sie rein, das ist ernst. Naja. Wer war das? Krixus oder Hario oder wie er heißt? Haben sich drüber lustig gemacht.
Von wegen, sie können die Bande jetzt nicht mehr ernst nehmen. Und ich habe gleich gesagt, sag ich, was ist denn, wenn die 10 Mal reinspringen und beim 11. Mal machen sie ernst und ihr steht da und habt die Waffen drin. Sag ich, das habe ich denen aber gleich gesagt. Das war mein erster Gedanke, so, wo ich das gehört habe, dass die da runterspringen. Hö, Spaßüberfall, weißt du? Die springen da runter, gucken sich das an, ob sie das schaffen. Dann springen sie runter und dann tun sie so, als wäre es Spaß, und dann ziehen sie die Waffen und kloppen alle um. Ich schreibe mich das sowieso, das ist gut, es geht raus. Die Idee hätte von mir sein können. Ne, du bist ja meistens jagen. So sieht's aus. So soll's sein. Ich kaufe jetzt gleich meine Machete, wenn ich hier fertig bin. Eine grobe Machete. Hast du eine besorgt? Ich habe eine bestellt hier beim Schmied. Alexus ist doch feiner Waffenschmied im Lager. Und da hat mir auch meine ganzen anderen Waffen gemacht. User joined your channel. Und da habe ich ihn vor ein paar Tagen gefragt, ob er die auch schon schmieden kann. Da hat er gesagt, natürlich. Und da habe ich dann gesagt, ob er mir die machen könnte. Ich habe jetzt 35 Decks, ich glaube, die braucht 37 oder so ähnlich. Glaube ich. Ich kann noch mal gucken, wenn du das willst. Ja, guck mal. Ich muss kurz warten. Ich glaube, er hat 37 Decks gesagt. Ich habe ja gesagt, der Piratensäbel ist erstmal das Letzte, und bis ich dann eine Machete tragen kann. Ich wollte mir nicht den feinen Degen kaufen. Ich find, der passt doch nicht direkt zum Schürfer, finde ich. Der sieht auch aus wie so ein Zahnstocher, weiß ich auch nicht. Mit goldenem Griff. Der hat aber eine gute Range. Das ist wohl richtig. Ich komme mir gerade vor wie Hartmut. Vor allem jetzt bin ich ja gespannt, ne? Die Schürfer sollen sich in einer Reihe vor dem Lager aufstellen. Ich bin immer gespannt, also das ist jetzt eher schon eine Banane. Wie sich 25 Leute vor dem Lager in einer Reihe aufstellen wollen, weißt du? Der erste hackt schon wieder. Das ist Arbeitsmoral. Jawohl. Und Powerplay, nachdem ich einen halben Tag lang eine schwere Erzkiste runtergetragen habe. Wedelt etwas mit Riffs Beutel und legt ihn anschließend grinsend auf die Kiste. Als ob der noch Erz braucht, weißt du. Ist eigentlich ein neues Feature oder was ist das, dass da jedes Mal die Kamera irgendwo anfängt und dann zu dem Char hinfährt? Was? Wo? Jedes Mal, wenn ich mich einlogge, dann tut der Char, also der Char, der steht da lang und dann fliegt die Kamera einmal quer durch die Kolonie, ne? Ja, genau. Keine Ahnung, ist ein Bug. Okay. La 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 la. Lass mich stell die Kiste ab. Hey, ich hab 30 Erzbrocken gekriegt. Kannst du direkt schon mal 29 für deine Ausbildung abgeben? Was, für die Armbrust und Mana? Ich werf dir den Beutel an den Kopf, Junge. <lacht> 35 Decks braucht euer die grobe Machete? Ja. Läuft! Hahaha! Bei dir. Läuft! So. Oh nein, Horax! Hilfe! Hille! Hille! Wo ist Horax? Hier! Ah! Aha! Hinter dir, Rune, hinter dir! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Gott sei Dank, ich hab's geschafft, ich bin weg. Er weiß nicht mehr, wo ich bin. Thank you.
Fanny! Genau jetzt. Ja, genau, wo die Musik aufhört, schreibt er was. Geil. So, so unnötig lange. Ich bin gleich wieder da. Ja. Bis Runes. So, wo ist Core Life? Was? Bis gleich. Wir sammeln uns vor meiner Hütte. Jetzt. Core Life! Gleich wieder da. Hast du schon bekommen, Josef? Core Life. Ja, wo ist er denn? Iron. Weg. Lalalala. Core Life tuschelt mit Helm und. Komm! Du Arsch. So, was sagt Core Life? Der stinkende Oger. Oh Mann, das ist so behindert. Wenn das jemand sieht, dann denkt er sich auch. Life. Du bist weiterhin mein Zimmermann und baust ab und an Möbel, die anstehen. Ich denke, das solltest du schaffen. Sehr schön. Der Meisterschreiner. Du laberst wieder. Ich bin im... Du laberst. Was? Rune lügt, Freunde. Rune lügt. So wie du? Ich nein. Das war Kami. 2060. Kami. Ja. Thorax, Rune ist bespeckt Thorax gerade, weil Rune jetzt zurück ins Lager muss. Ich krieg jetzt Mana Teach. Weg. Geh weg. Hau ab. Ich nenn dich auseinander. Warum will nur jeder Mensch was von Rune? Ich will nichts von Rune. Rune nicht so. Jäger braucht auch Tränke. Rune! Ich kann euch Jormund fragen. Jormund. Don Rune, und Jornfaust. Rune, du warst doch gerade noch hier. Wo bist du hin? So, und jetzt sag mir mal einer, wer dieser Valentin ist mit einer Arbeiterkleidung. Den habe ich hier noch nie im Lager gesehen. Valentin? Ja! Valentin?
Warte, wie ist der Typ nochmal gestern? Wer? Der Innos. Vincent. Der läuft gerade hinter dir. Geh weg! Hau ab! Hau ab! Na guck da hin! Mich auseinander. Der läuft gerade hinter dir, der Typ. In der Arbeiterkleidung. Ja. Weg. Weg, ich will das. Ob ich es schaffe, hinter den Baum zu kommen und dann schnell darauf zu laufen. Halt ihn mal kurz auf, halt ihn mal kurz auf, halt ihn mal kurz auf! Ich mach jetzt mal hier so einen auf Assassinen. Halt ihn mal kurz auf, halt den auf! Will der was von dir oder was? Weiß es nicht, ich will. Das ist vergeigt. Oh Mann, jetzt stehst du auf! Hau ab! Hille! Nicht da. Das wollte ich eigentlich machen. Martin hebt eine Augenbraue. Weißt du noch, Helmon, gestern? Hm? Was war das? Du magst auch diesen Baum, Ariston. Das war vorgestern. Gib gar nicht, das war Geld, das war vorgestern. Oder vor 3 Tagen sogar. Esch war die. Das ist schon hey, lange Montag. Her. Esch war Montag. Montag. Dann. Esch war einmal vor langer, langer Zeit. Da war der Helmon auf diesem großen Baum da drauf. Und da ist er runtergefallen. Und dann war er breit. Weil das halt auch echt von da oben stirbst, ne? Ist halt schon krass. Balin Kariston springt eine Sekunde vorher. Er stirbt nicht. Und ich bin runtergesprungen. Und sterbe. Ja. So spielt das Leben. So spielt das Leben. Bares Eri-Wert. Harry! Haha! So, es sind nur Eichenblätter. Schade. Aber da oben wachsen bestimmt ein paar Seraphis jetzt. Ich geh gucken. Rune, ich geh gucken. La 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 la. La. Toll. Keine Seraphis für mich. Doch hier. Eine. Wo ist er? Wo ist er? Nein. Macht bitte die Musik aus. Mach ihn aus. Nein. Da kommen wir. Da kommen wir. Hilfe! Er will doch nur spielen. Nee, er will eigentlich nur ins Lager. Helmon. Helmon. Er kann ja gar Helmon, eh er will mich anfassen. Nee, ich kann ja gerade gar nichts von Rune wollen. Da bin ich erleichtert. Ich muss jetzt erstmal Helmon auf den Sack gehen. Mich findest du nicht. Nicht, warum? Ich wette, die Musik wäre jetzt gerade zu Ende gewesen. Oh, ein Rübenschneider, welch elegante Waffe. Hey, ich habe immerhin 450 Scheißerz dafür hingelegt. Was wie viel? 450. Oh, da hast du dich aber schön über den Tisch ziehen lassen, wert. Mann. 150 ja, kostet die Karre sonst. Ich weiß. Aber das Problem ist, ich habe mich entscheiden können. Entweder 450 Erz weniger dafür einen Rübenschneider oder kein Rübenschneider und kein Erz mehr. Hä? Hätte er dich sonst verhauen? Jep. Ja, das Problem war, es war ausgemacht, dass ich 300 Erz zahle oder so irgendwie. Und, dann war. Du hast gesagt, ich habe aber nur 400. Nein. Jawohl. Oh, bares Eri. Da habe ich gesagt,
Ja, okay. Und dann meinten sie, ja, um 50 Hertz dafür gibt es, dass wir ihn hier reserviert haben. Lol. Also, ja, von mir aus. Na gut, das ist ein Waffenladen, ne? Das stimmt schon. Da muss 50 Hertz reservieren. So, ja. Halt. Und dann, ich habe gesagt, ja, okay, hier, 350 Hertz, hab das denen schon gegeben, meinte ja. Und dann meinte ich so, ja, wir könnten doch eigentlich hier ein bisschen Freundschaftspreis verhandeln und ihr gebt mir 50 Hertz schenkt ihr mir noch die Reservierungskosten. Und dann meinte sie, ne, und wenn du mir jetzt nicht sofort noch mal 100 Hertz, ich weiß gar nicht, wie genau es kam, also, wenn du mir nicht noch mehr, uns nicht noch mehr gibst, dann behalte ich das Erz einfach und du bekommst keinen Rübeschneider. Und wie Horax halt so ist, konnte er natürlich nicht einfach nur das Maul halten. Und hat sich erstmal beschwert. Und dann sie, ja, okay, 450 Erz. Das heißt, du weißt was. Okay, mehr Erz haben wir eh nicht dabei. Tja, das ist natürlich doof gelaufen für dich, ne? Das ist aber ständig so, weil Horax ständig von den Banditen auf den Sack kriegt, weil er halt nie Small halten kann, wenn es gerade angebracht wäre. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall einen Cut für die Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Hermann lügt. Nein, bis dahin. Ciao.